Willkommen, liebe Technikfreunde, auf meinem Kanal TimeMake, natürlich mit mir. Wie ihr auf meinem Kanal sehen könnt, gibt es ja bereits einige Videos in Bezug auf den Industriemechaniker, zum Beispiel Videos zum Thema Einstellungstest und Videos von Berufsschulthemen wie der gestreckten Länge. Diese besagten Videos findet ihr übrigens auch unten in der Videobeschreibung oder klickt hier oben rechts auf das kleine Fenster. Ich hatte euch ja schon lange versprochen, ein Video bezüglich der Eignung zum Industriemechaniker und zum Zerspannungsmechaniker zu machen, was jedoch bis jetzt nie kam. Aber heute hatte ich endlich mal die Motivation, so ein Video zu machen. Auf Deutsch, ich habe eine gute Laune. Hey, gut für euch. Da sind wir nun und erst einmal möchte ich kurz zu mir etwas sagen. Ich habe 2015 eine Lehre als Industriemechaniker begonnen und habe diese nach 3 Jahren erfolgreich abgeschlossen. Wurde danach direkt von einem großen Unternehmen übernommen und habe dort erst einmal als Industriemechaniker für 1 Jahr im Prototypenbau Sondermaschinen gebaut. Danach wurde ich 2 Jahre als Industriemechaniker im CNC-Kleinfertigungsbereich übernommen und habe bis Sommer diesen Jahres als Zerspannungsmechaniker gearbeitet und bilde mich natürlich gerade als Automatisierungstechniker weiter. Genug zu meiner Person. Die Frage gilt für euch: Bist du für den Beruf des Industriemechanikers bzw. Zerspannungsmechaniker geeignet? Für viele kommen dann natürlich erst einmal Punkte wie Teamfähigkeit, bla 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 in den Kopf. Meiner Meinung nach gibt es aber noch viel wichtigere Punkte. Punkt 1. Ein gutes Immunsystem. Ja. Wer hätte gedacht, dass das Immunsystem so von Bedeutung ist? Da der Industriemechaniker bzw. der Spannungsmechaniker ein metallverarbeitender Beruf ist, kommt ihr stark in Berührung mit Metallspäne aller Art. Zu einer Verletzungsgefahr kommt das Risiko von Schädigung durch Vergiftung durch Schwer- und Leichtmetall hinzu. Ihr werdet teilweise Aluminium mit zugesetztem Blei oder auch Metalle mit enthaltenem Nickel verarbeiten. Als erster Teil der Ausbildung kommt häufig das Feilen eines Werkstückes dran. Eure Hände sehen wortwörtlich danach schwarz aus, wobei ein Teil des metallischen Feinstaubs von eurer Haut und eurer Lunge natürlich aufgenommen wird. Während der Verarbeitung von Kunststoff, wie zum Beispiel beim Fräsen, können auch durch die entstandene Hitze schädliche Dämpfe entstehen, die bei Menschen mit sensiblen Immunsystemen zu Atemwegserkrankungen führen können. Es muss nicht sein, aber es kann passieren, weshalb man auch häufiger hört von Kollegen, dass sie auf gewisse Stoffe allergisch reagieren. Während ihr natürlich Werkstücke fräst bzw. auch dreht, das werdet ihr alles auch lernen, werden eure Werkzeuge, mit denen ihr fräst, von einem Kühlmittel gegenüber Hitze gekühlt. Die dabei entstehenden Dämpfe sind nicht nur gesundheitlich bedenklich. Kühlmittel können auch gewisse Schimmelpilze und Bakterien enthalten. Und wenn diese aufsteigen und von euren Körperöffnungen aufgenommen werden, werden halt die Schimmelpilze und Bakterien durch eure Atemwege und Körperöffnungen auf euch übertragen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Ölschmierstoffe, die in eure Haut eindringen können und dort gewisse Reaktionen hervorrufen können, die ihr nicht besonders wollt. Ihr solltet also dringend wissen, ob euer Körper ein Problem mit der Entgiftung besitzt oder sonstige Allergien gegen solche Werkstoffe vorliegen können. Also lasst mal euren Magen, Darm abchecken, eure Leber und eure Niere und so weiter. Punkt 2. Ihr solltet einen fitten Körperbau besitzen. Ihr hört häufiger den Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das kommt zum einen von der psychischen, als aber auch von der körperlichen Belastung. Als angehender Azubi müsst ihr, wenn kein Lastenkran vorhanden ist, relativ schwere Dinge tragen. Hier solltet ihr euch im Klaren sein, bei zu schweren Lasten deutlich Nein zu sagen. Ich weiß, man hat natürlich Angst gegenüber dem Vorgesetzten, aber es ist euer Körper, also auch eure Gesundheit. Viele ältere Meister geben häufig den Kommentar von sich: Ach, stell dich nicht so an, das schaffst du doch locker. Und ja,
Ich bin auch der Meinung, eine gewisse körperliche Anstrengung ist nicht schlecht, aber zu große Lasten schädigen halt eindeutig den Körper, wenn zu spontan zu viel gehoben wird. Aber nicht nur das Tragen kann eine große Belastung sein. In den meisten Betrieben ist es üblich, locker 8 Stunden zu stehen, sei es an der CNC-Maschine oder an der Werkbank. Hinzu kommt die körperliche Anstrengung von zum Beispiel dem Feilen. Ihr müsst während dem Stehen U-Stahl feilen. Es ist unglaublich anstrengend. Also meldet euch auf jeden Fall in einem Fitnessstudio an und macht Krafttraining. Punkt 3. Eine mentale Gesundheit. Warum habe ich diesen Punkt nicht als Punkt 1 genannt? Die oben genannten Punkte sind meiner Meinung nach erfahrungsgemäß die Punkte, die entscheidenden Einfluss auf die mentale Gesundheit besitzen. Das merkt man deutlich, wenn man nach 3 Stunden Stehen in die erste Pause geht. Da ist meistens das Mentale noch vorhanden, aber der Körper muss dann durch ausreichend Kaffee wieder auf Trab gebracht werden. So, was meine ich also mit mentaler Gesundheit? Ihr solltet motiviert sein. Denn ich verspreche euch, dass es Situationen geben wird, wo ihr euch fragen werdet, warum habt ihr überhaupt diese Ausbildung oder diesen Job angefangen? Die nächste Frage wäre dann, wollt ihr überhaupt 8 Stunden lang arbeiten? Ich weiß, für viele eine ganz normale Frage, oder eigentlich keine Frage, sondern eher eine Aussage. Aber am Anfang, wenn man Schüler ist oder Student, man ist das Ganze noch nicht gewohnt. Das ist normal. Wenn ihr aber von Anfang an keinen Bock auf 8 Stunden lang arbeiten habt, dann wird es für euch sehr schwierig werden, das Ganze durchzuziehen. Als nächste Frage solltet ihr euch stellen, seid ihr bereit, in einem Schichtbetrieb zu arbeiten? Das heißt, in der Frühschicht um 6 Uhr auf der Matte zu stehen und je nach Betrieb bis um 14 Uhr oder 15 Uhr zu arbeiten. Das heißt, in der Spätschicht um 14 Uhr anzufangen oder je nach Betrieb bis um 22 Uhr dann zu arbeiten. Das heißt, in der Nachtschicht von 22 Uhr bis um 6 Uhr morgens zu arbeiten. Ihr werdet erst einmal sagen, ja, gar kein Problem. Aber für Menschen, die einen anderen Rhythmus haben, sind solche Zeiten ein gewaltiges Problem. Ihr werdet häufig vom Tag nichts mehr übrig haben und ich rede noch nicht mal von Samstag arbeiten. Natürlich, ihr könnt gutes Geld verdienen, aber zu was für einem Preis? Weiterhin frage ich euch, habt ihr Bock auf ständig psychische Belastungen, wenn ihr in einem Produktionsbetrieb Zahlen liefern müsst? Auch gerade als Azubi wird man natürlich häufig nicht gut behandelt, was natürlich abhängig ist von der 0815-Meute, ob ihr euch diese anschließt oder ob ihr Dinge, Hobbys besitzt, die als nicht normal bezeichnet werden. Nur mal so, ein Tipp am Rande. Ihr solltet euch am Anfang zweimal überlegen, was ihr euren Kollegen und eurem Chef von euch preisgibt. Seid ihr bereit, Zusammenhänge alleine und im Team zu erkennen, aber auch zu hinterfragen, das ist ganz wichtig. Du solltest mental deine eigene Gesundheit zu schätzen wissen, denn nur dadurch achtest du auch selber auf Arbeitsschutz, wie zum Beispiel das Aufziehen einer Schutzbrille. Und du bist bereit, Schritte für deine Gesundheitsbesserung zu unternehmen, wie zum Beispiel das Beantragen von Orthoblasten oder das Tragen einer Schutzmaske. Punkt 4. Allgemeine Dinge. Es ist, wie es ist. Es kann jederzeit ein schwerwiegender Unfall passieren. Natürlich sind die fast täglichen Schnittverletzungen davon ausgenommen, wie ihr wisst. Es kann dreckig und laut werden, mit viel, viel künstlichem Licht. Mal das so zu erwähnen für diejenigen, die lichtempfindlich sind. Bei 8 Stunden Arbeit und Schichtdienst werdet ihr kaum Zeit für Tägliches besitzen. Ihr solltet es sein lassen, wenn ihr generell keinen Bock habt, für jemanden anderen zu arbeiten. Natürlich, als Gegenzug bekommt ihr ganz gute Kohle. Einstiegsgehalt innerhalb von Gewerkschaften sind 2000 Euro netto. Was werdet ihr lernen? Natürlich soziale Fähigkeiten,
Selbstfokus und Geduld. Zusammengefasst, was braucht ihr also? Ein Verständnis für logische Zusammenhänge bzw. mathematisches sowie physikalisches Verständnis. Ich würde jetzt eher sagen Grundverständnis. Denn was das genau heißt, seht ihr in einem meiner Videos über den Einstellungstest zum Industriemechaniker. Ihr braucht auf jeden Fall Bereitschaft, lernen zu wollen, und einige sollten bereit sein, eine weite Wegstrecke zur Berufsschule in Kauf zu nehmen. Ihr solltet mit wenig Geld gut haushalten können, da ihr während der Ausbildung wenig Geld bekommt, ist ja klar, und ihr vielleicht auch eine eigene Wohnung beziehen müsst. Euch sollte bewusst sein, dass gute Kollegen gleich Spaß bedeuten oder jedenfalls eine gute Atmosphäre, aber dass auch schlechte Kollegen für euch einen Selbstfokus bedeuten. Das heißt, wenn ihr schlechte Kollegen habt, entweder natürlich Entscheidung treffen und zu gehen, oder ihr sagt euch, ich fokussiere jetzt mich voll und ganz auf mich selber und ziehe das Ding durch. Und natürlich solltet ihr Interesse an handwerklichen, also ein Interesse an der händischen Umsetzung des Gelernten besitzen. Das waren jetzt viele Punkte, viele negative Punkte, die ich genannt habe. Aber natürlich, wenn ihr es wollt, sollten euch meine genannten Punkte eigentlich nicht auffallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch etwas gebracht. Wenn ja, kommentieren und abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.